Schönen guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal The Devil 34. Ja, wir sind immer noch auf Settlers Creek. Wir sind jetzt, nachdem wir das Weißwedelweibchen nachgesucht haben, aufgehoben haben, runter zur anderen Lodge geportet, haben nochmal unser Inventar durchgearbeitet und ich habe jetzt der 223 die Armbrust mitgenommen, dass ich auch leise schießen kann. Und Killer Hunter hat. Ich habe nur die Armbrust gegen den Parkerpinten getauscht. Genau. Und wie wir hören, hat hier gerade ein männlicher Truthahn gecallt. Da ich ja euch auch die Falle zeigen wollte. Sofern ich das hinbekomme. Pass auf, in der Mitte von dem Ding steht ein Stein. Wenn du da jetzt weiterläufst, dann kommst du nicht weiter. Woher ich das weiß, nun ist ganz einfach. Ich habe meine Grafik, dass ich euch die Tiere ein bisschen besser zeigen kann oder auch früher sehen kann und euch zeigen kann, die Grafik runtergeschraubt. Und dadurch ist der Stein hier nicht mehr sichtbar für Leute, die Grafik ganz runtergeschraubt haben. Also wundert euch nicht, dass wir da, oder dass ihr da hängen bleibt, wenn ihr die Grafik runtergeschraubt habt. Oh, wow, er hat mal reagiert. Noch ganz schöne Stücke vor uns, Michi. Ja, so weit wird er nicht mal weg sein. Willst du krabbeln? Es geht nicht anders, wenn du läufst, ist er weg. Truthähne sind äußerst scheu. Lass uns mal hier in das Gebüsch reinhüpfen. Ich sehe ihn schon. Er kommt. Ah ja, okay. Ja, ist in Ordnung. Das ist natürlich hinterm Baum. Könntest du mal bitte messen? Der ist auf, ja, 74 Meter. Da ist er aber jetzt getroffen. Was mit der 22er braucht halt immer ein bisschen leider. Die großen Tiere und die 22er auf die Entfernung relativ immer auf den Kopf versuchen zu halten. Ja, mit dem Zielfernrohr und mit der Waffe, ich komme halt einfach. Es gibt bei mir leider so manche Waffen, ich habe zwar viele und so weiter, aber ich habe so Hasswaffen und ich habe Lieblingswaffen. Ja, und die 22er gehört bei mir leider nicht dazu. Warte mich hier, ich will noch die Spuren voll machen. Ah ja, genau. Ganz wichtig. Ich hab's da. Eine, ja, Moment, ich suche mal noch eine andere. Gut. Ist aber ein schöner. Was aber sagst du, was wird der haben? Der hat also 7,4 bis 10 Kilo hat er in der Spurensuche. Ich brauche nämlich auch noch einen großen für die Saison. Und der hat 8,2 und 27er, das ist. Ja, das weiß ich jetzt leider gar nicht. Ich brauche nämlich auch noch einen für die Saison. Aber ich mach trotzdem mal von dem ein Trophy. Weil ich nicht wirklich weiß. Ich glaube, es ist ein kleiner, aber gucken wir mal. Also, wie machst du das immer? Du nimmst die Viecher, schmeißt sie in die Luft, hältst die an, genau. Nee, schmeißt die nochmal hoch. Der liegt ziemlich weit auf dem Boden. Genau, jetzt stopp. Ja, ich komme nicht so weit, oder?
So, genau. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier irgendwie ein Foto machen. Bei mir fliegt er hoch und runter, hackt, bim, 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 bim. Killing. Gut. Foto wird hochgeladen. Aber ich glaube, ich habe einen größeren bei mir drin. Ich kann bloß leider nicht nachgucken. Hier ist das erste Mal, wo ich auf der Karte war, Michi. Hat mich hier eine verwütete Sau umgerannt. Ja, das ist mir hier auch schon leider passiert. Ich sehe was. Was denn? Ein Hase. Ja, den treffe ich nicht mit dem Bogen. Jetzt rennt er weg. Okay. Er rennt aber nur weg, weil du hinterher rennst. Call Wapiti Männchen. Super. Und zwar von der Kreuzung aus, also von da unten irgendwo. Ich sehe sie, ich sehe eins schon. Versuch mal leise zu schießen, Michi. Ja, das denke ich doch auch. Wow. Wow. Den ist meiner. Ich sehe noch gar nicht. 450 bis 500 Kilo. 200. Ne? Bitte nochmal spotten. 280 bis 365. Im Score. Ich sehe den leider noch nicht, Michi. Ja, dann folge mir unauffällig sozusagen. Wenn es nur einer ist, dann schießen laut. Da hinten haben wir der Hase. Jawohl. Und dann können wir gleich noch das Wapiti-Männchen mitnehmen. Oh. Der ist doch ein Stimmbruch, der Gute. Der Gute ist im Stimmbruch, aber hat ein Geweih. Ja, wie gesagt, ich sehe ihn noch nicht. Ja, es wird jetzt relativ schwierig, da ranzukommen, weil der ist hinter dem, kurz hinter dem. Dann lass mal den doch hierher kommen. Ich versuch's. Lass den Hasen Hasen sein. Ja, der Hase Hase lass ich Hase Hase. Ah. Das sind mehrere. Also habe ich auch eine Chance, einen abzugreifen, ja? Ja, jetzt gucken wir mal, was dabei ist. Vielleicht können wir hier einen Bogen ziehen, ohne dass wir uns mitkriegen. Ja, dass mal die zwei Großen rausschießen. Ja, vielleicht dann doch mit der Waffe. Das werden wir aber sehen. Ich hoffe, wir versauen es nicht wieder, Michi. Wir kennen uns doch, nämlich, ne? Ich weiß nicht, wo sie hin sind. Ich sehe sie nicht mehr. Da kommt ein Häschen zu dir gehopst. Das ist mir egal. Sind zwei jetzt im Moment in der Nähe. Aber es ist, jetzt erst. Oh gut. Sie sind noch da. Ja, hier irgendwo vor uns. Wollen wir uns hier hinlegen, Michi, hier unten? Ja, warte mal, ich hab hier, glaube ich, hier so. Ah, der eine steht schon vor uns. Ja, vorsichtig dann. Geh mal hin, leg dich hin. So, ich spotte den mal ganz kurz mit der Waffe, ob das der ist, den ich vorhin gesehen habe.
Ja, Na, wenn er. hinterm Baum, der ist für mich hinterm Baum. Nee, Wenn er. das ist ein Mini-Wapiti. Also dann versuche ich den leise zu schießen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, warte mal, vielleicht sehe ich den Großen auch noch irgendwo. Der war doch hier. Ah, 25 bis 190 Score zeigt er mir an. Er zeigt bei mir an 55 bis 140, aber ja. Babble gerade so hin, dass ich mich hinhocken kann wegen Schießen. Ich kann ja für dich spotten. Also bis 12 Meter von mir weg, das muss ich mit einberechnen. Bei mir sind es jetzt 50 Meter, also 48. Jetzt sind es 46 bei mir, 12 Meter Kann weg. ich mich hier? Ja. Und rennt. Jetzt ist der andere Scheiße. wahrscheinlich auch weg. Nun gut. Jetzt habe ich wieder Schuldgefühle. Ja. Da hätte aber eigentlich liegen müssen, mich hier. Ja, eigentlich ist es halt immer so. Ich habe relativ weit unten angehalten, also Richtung Herz. Ja. Aber ich denke mal, deiner wird hier noch irgendwo rumstromern. Ich glaube nicht. Wenn der gerannt ist, ist der andere auch weg. Ne, das ist immer das. Ich hätte den vorhin gleich schießen sollen, ohne Wenn und Aber. Aber hinterher ist man halt ja auch immer schlauer. Ja, so sind wir heute, nämlich hier. Ja. Dann wollen wir erst mal gucken, ob noch einer dabei ist und noch einer. Lunge, Herz, aber also so weit ist er jetzt nicht gekommen. Ja, bleib mal in der Hocke, Michi. Du weißt, weil PTs, die sind manchmal so komisch und stehen dann die vor ein. Habe ich letztens nämlich auch gedacht, dass ich sie verscheucht habe, aber im Endeffekt war er noch da. Da vorne sitzt schon wieder, da auf dem Feld sitzt schon wieder ein Häschen. Also von hier kam der Call, das heißt, der ist weg, weil der andere ihn mitgenommen hat. So, dann haben wir schon wieder einen Truthahn-Call von dem Männchen hinter uns. Vor uns läuft ein Weißwedel. Und zwar, ups. Naja. Das ist ein normaler, das ist kein abnormaler. Kein Abnormaler, was ist ein Abnormaler? Heißt das nicht abnormal? Untypisch, Mann. Ach, Lena. untypisch, ja, bitte um Verzeihung. Weil ich frage mich nur, wo mein Wapiti hin ist. Ja, ich habe die Spur jetzt leider nicht mehr im Huntermate. Ja, geh mal ein bisschen weiter rechts, 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 hier. Ja, da ist die Spur, ich weiß. Ja, das ist die. Und den? Zwanzig bis 36%. Also das heißt, ihr müsst jetzt hier irgendwo demnächst dann gleich liegen, aber ich glaube, du Aber ich kannst glaube, du laufen, kannst laufen. weil. Ich frage mich nur, wo der hin ist, Michi. Da vorne liegt er schon. Entweder habe ich es heute mit den Augen oder mit dem, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich sehe noch nicht. Ach, da.
Oh, mach mal langsam, langsam, langsam. Da vorne ist ein Wapiti. Ja, da drüben. Ich sehe es. Das ist ein kleinerer. Da steht bei mir hinter einem Gebüsch. Ja. Da sitzt ein Hase auf der Straße. Gleich mal spotten. Ein grauer Hase. Ach, da hoppelt er. Neue Spur, Wapiti männlich, ja, das ist der. Ist das der neue oder? Das ist der neue. Das ist kein, das ist nicht der große. Mist aber auch. Ja, es tut mir leid, Ja, Michi. ist ja in Ordnung, meine Güte. Kannst du ja auch nicht. Warte noch mit dem Aufheben. Naja, ich will jetzt bloß in eine Position, wo ich den. Ups, Entschuldigung. Bin schon wieder auf die Karte gekommen. Oh, oh, oh. Was ist das? Ist das meiner? Nein, das ist der jetzt, den wir jetzt gerade gecallt haben. Aber wenn ich richtig gucke, steht da oben, glaube ich, noch einer, Michi. Wenn du mir ungefähr sagst, das ist der, der da steht. Da steht jetzt einer, der ist von mir aus 8 Meter weg. Das kann nicht sein. Das stimmt irgendwas nicht. Was? 8 Meter? Nein, das. Oh, da kommt noch einer. Warte. Der sieht größer aus. Ja, das ist ein großer. Michi, das ist ein ganz schöner. Ja, das ist der, den ich vorhin gesehen habe. 205 bis 375 Score. Genau den habe ich vorhin gesehen und der. Na, dann hol die Waffe Ja, raus das, und. ich sehe ihn nicht. Ich muss ihn nochmal callen und dann hoffen, dass er kommt. Da steht gleich vor mir. Kommst du langsam her zu mir? Wo bist denn du? Ja, gleich, es ist relativ. Ja, wenn er abhaut, Michi, Ja, warte, dann. jetzt müsste er, wenn er jetzt hier hinter den Bäumen herkommt. Okay, ich könnte. Wo ist der andere? Den sehe ich nicht. Kommt da hinter den Bäumen gerade auch vor. Der läuft, ne? Dann nehme ich den rechten und du den linken, oder Ja, was? also wenn du kannst. Na, Feuer. 3, 2, 1, Schuss. Sauber, meiner liegt, deiner rennt. Ja, toll, dann haben wir alle beide auf denselben geschossen. Na gut, Überraschung, was es jetzt wird. Oder ja, ich hebe ihn auf. Auf die Gefahr hin, dass es deiner ist. Darf mir aber dann nicht böse sein. Nein, ist doch scheißegal. Ich habe jetzt gedacht, du nimmst den hier, der hier vorne Ja, steht, weil super, der das hat einen ist. größeren Ausgabe. Du, ich hab geschossen, Körper, rechte Lunge, du hast geschossen, Körper, Schulterblatt, linke Lunge, rechte Lunge. Du hast auch gleichzeitig drauf geschossen. Boah, jetzt habe ich auch noch hier mit den 5 Minuten. Hebe zwei Wapitis in 5 Minuten auf. Okay? Ja, gut, die Mission, die müssen wir dann halt wann anders machen. Ja, ich hab gedacht. Ja, ist ja wurscht, ja. Und mit dem großen Wapiti verabschieden wir uns für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns beim Streiten zuzugucken. Wenn ihr mehr erfahren wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu diesem Spiel. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Einfach in die Kommentare reinschreiben, ein Abo wäre schön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.